Hallo zusammen, wir sind zurück. Wir sehen, Bayern München hat Aubameyang gekauft, Union Berlin hat Hertha geschlagen und Everton hat Everton. Aber wir haben eine Nachricht von unserem Trainer. Wir wollten ja ausgeliehen werden. Da du nun schon länger nicht mehr zum Einsatz gekommen bist, es gab kein Spiel mehr, Trainer. Du hast es vielleicht nicht mitbekommen. Wir hatten seit diesem Turnier kein Spiel. Bin unverzichtbar für diese Mannschaft geworden. Unverzichtbar. Look hat sich auch geändert, ist jetzt Bundesliga übrigens. Und wir spielen gegen Bayern München und ich bin in der Startelf. Ich habe die Kamera auch geändert, damit ein bisschen mehr Action kommt. Wieso spielt denn Arnold als Abwehrspieler? Eieieiei. Eieieiei. Gut, wir spielen nur uns und ich habe die Kamera so eingestellt, dass nicht ganz Ego-Perspektive, aber so, dass wir halt uns mehr oder weniger frei bewegen auf diesem Spielfeld. Werden wir gleich sehen. Lewandowski, du kommst nicht vorbei. Oh, doch. Okay, so, dann machen wir weiter. Und es regnet mal wieder. Und wir sind endlich in der Volkswagen Arena. Unser Stadion. Wunderbar. Und der erste Spieltag gegen den FC Bayern München. Das ist doch spannend. Hey, ich habe die Kamera doch geändert. Ich wollte die Kamera ändern. Habe ich eigentlich auch getan. Spieleinstellung, glaube ich, ne? Ist doch pur oder nicht, die Kamera? Ausgenommen feste Spieler. Oh nein. Ah, hier. So, dann nehmen wir da Po. Aber dann nehmen wir hier mal lieber wieder das, was wir vorher hatten. Nicht, dass das bei meinem ist. Und dann haben wir bei festen Spielerkamera Po-Kamera. So. Und da sieht man dann uns als Mittelpunkt der Welt. Und wir müssen uns dann so zurechtfinden auf dem Platz. Ist mal ein bisschen was anderes. Hey! Der hat mich einfach gefoult. Hier, gib mir den Ball, gib mir den Ball. So, so, so. Oh. Tor! Weghorst! Gegen Bayern. 1-0. Also es ist halt schon. Vielleicht muss ich mehr als Profi einstellen, aber irgendwie fühlt sich das doch zu leicht an. Dass wir dann vielleicht auf Weltklasse spielen. Wenn es so weitergeht, müssen wir das wohl. Ich finde es ein bisschen mehr Action. Da ist sogar der Familienblock. Hier steht nicht AOK-Familienblock, aber Familienblock. Also es ist schon. Aber ja, die faulen, die Bayern. Die können nichts anderes außer faulen anscheinend. Ja, da kann der nicht rum. Gibt's mir den Ball? Ihr seid alle mal abseits, ne? Halte die Position, ja, Trainer. Mecker nicht rum, du kannst meckern. Warum machst du das? Ich bin zu weit vorne wieder. Zurücksprinte. Nicht, dass der Trainer wieder meckert, wo ich mich rumtreibe. Kimmich kriegt, Kimmich kriegt. Müller am Ball. Lewandowski. Gnabry. Lewandowski. Okay, erstmal sich am Ball nach vorne. Pauti. Oh, stark.
Scheiße, ne? Oh, den kann er auch mal reinmachen. Okay. Ich war frei durch, Leute. Ihr müsst mir auch mit Beine einspielen. Ja. Oh nein, 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 nein. Ups, ist da ausnahmsweise noch da was richtig. Wie wär's mit dem 2-0? Das wird ein bisschen beruhigen. Ja. Nein. Ich komme halt nicht richtig. Ich habe keinen Körper aktuell. Ich habe keine Kraft. Das ist einfach nur... Ich gehe nochmal alleine. Ich könnte nicht mehr nach vorne. Na, fast. Ja. Das war auch eher Zufall. Auch mehr Spaß mit dieser Kamera, muss ich ehrlich sagen. Das ist okay, ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, habe ich das Gefühl, weil die Kameraperspektive sich halt ständig ändert. Kann ich nicht so viel reden, aber ansonsten, es macht vom Spielerischen her mehr Spaß. Also was ist denn da los mit Bayern München? 0 Schüsse aufs Tor in der ganzen Halbzeit. Ja, ja, halte deine Position. Immer meckert er mit mir. Ich bin halt so ein bisschen getrieben, ich möchte mal mitfahren. Jetzt spielen wir der Nordkurve entgegen. Auch ein schönes Gefühl. Da mal wieder sein. Das wäre toll. Ja. Oh, was spielst du denn noch da? Du hast freien... freier Weg zum Tor. Abstoß? Hä? Na toll. Ball erobert und dann gleich wieder Risikopass. Wir führen 1-0 gegen Bayern München. Da musst du auch noch ein bisschen Ball halten, Christian. Ja, 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 mach ihn. Rochas? Wer ist denn Rochas? Muss gleich mal das Team angucken, was wir da jetzt für Spieler haben. Rochas. Gut, Tor ist Tor. Oh, ich bin, es ist gleich 60 Minuten, ich bin auf dem Feld. Trainer, was ist los? So gut, eine Ausdauer geworden. 4 Bewertung ist auch richtig gut. Aber wir müssen auch noch Tore vorbereiten. Hey. Ja genau, es war ein Foul. Hernandez. Ich hab Karte für dich. Ich bin immer noch auf dem Feld. Der Ball ist im Haus, wunderbar. Bin ich jetzt ausgewechselt? Nee, immer noch nicht.
Oh, Wout, mach doch rein, das wäre meine erste Torvorlage gewesen. Ist doch gut für mich. So, aber 2-0 führen wir. Bayern hat immer noch keinen Torschuss. Das läuft doch. Oh, der Kimmich mit einem nicht so grandiosen Ball wie sonst. Ja, Pux. Ich soll aufs Abseits achten? Woher soll ich denn wissen, dass er, nicht, dass er im Abseits steht? Er muss immer drauf achten. Joao Victor. Ich bin immer noch auf dem Feld. 70. Minute. Ups. Ich hab Kopfball gewonnen. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ich stand. Memedi, Memedi. Oh, und der Neuer, der Held. Mann, Mann, Mann. 73, 74. Minute. Auswechslung. Immer noch nicht. Bin ich, dass ich hier durchspielen muss. Ja. Wunderbar. Wieder Torverlauf auch was. Na, läuft doch. Das ist doch mal ein wunderbares Ergebnis. 3-0 gegen Bayern München. Ersten Spieltag der Bundesliga. Xaver? Oh. Der war genau auf seinen Kopf gespielt. Warum macht er den denn nicht rein? Hm. Okay, ich werde nicht ausgewechselt. Ich habe auch noch gekriegt. Das ist gut. Ich habe zweimal Training gemacht, auch Ausdauer trainiert. Und ich habe es diesmal mal gemacht, das wollte ich nur nicht zeigen, weil das echt langweilig ist. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Ausdauer, aber es dürfte vielleicht ein oder zwei Ausdauerpunkte sein. Es ist. Vielleicht sprinte ich einfach weniger. Aubameyang? Ach ja, Aubameyang ist vorbei. Da. Hier. Das war ein starker Pass. Aber hier ist er. Torvorlage. Oh. Gut, dass ich noch auf dem Platz bin. So viel Wasser auf dem Rasen. Grandioser Pass. Vier Ruhe gegen Bayern München. Und ich spiele 90 Minuten. Ball nochmal erobert. Das Spiel ist jetzt vorbei. Gut. Erstes Spiel mit der neuen Action Pro Kamera. Boah, 9,6 Spielbewertung. Keine Schüsse, aber 83% Pässe angekommen. Eine Torvorlage, die kurz angekommen, 10 Pässe misslungen, 10 kurze Pässe misslungen, 4 wichtige Pässe gemacht, eine erfolgreiche Flanke, keine wichtigen Dribblings und einmal wurde ich gefoult. 5 gewonnene Zweikämpfe, einmal abgefangenen Ball, einmal schlechtes Stellungsspiel, okay. Ballbesitz gewonnen, verloren, 4-5. Kopfballduelle gewonnen, verloren, 0-1, okay. Aber ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Das war das Doofe. Ja, was für ein Pass. Ich hab diesen Pass gesehen. Den muss man da erstmal sehen. Aber gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, weil ich möchte ja immer noch ausgeliehen werden eigentlich. Weil ich für dieses Team in meinen Augen zu schlecht bin.
Aber irgendwie tut es nicht so, deswegen muss ich die Schwierigkeit erhöhen. Bin jetzt auf einer 63, wir sind natürlich auf Platz 1. Und wir gucken uns mal das Team an. Was für denn. Hä? Nee. Unser Team wollen wir uns angucken. Teamzentrale wahrscheinlich. Was für neue Spieler haben wir denn? Okay, Torhüter nicht. Das ist auch alles gut. Barinov. Dimitri Barinov, 23, auf meiner Position. Die haben 9 geholt. Die vertrauen mir nicht. Dominik Marx. Der könnte auch so schon da sein. Stefaniak ist ausgeliehen. Hatschpitschai ist ausgeliehen. Alanis ist ausgeliehen. Hermann Mamusch. Bialek. Hä? Wo ist denn dieser? Rojas. Da, Rojas. Linkes Mittelfeld aus Paraguay. Kann auch zentrales Mittelfeld und rechtes Mittelfeld spielen. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das werden wir dann das nächste Mal sehen. Oh nein, nicht. Wenn es dann wieder heißt, Karriere beim FIFA 21. Bis dann. Ciao, ciao.